Du hörst den 9to5 Podcast. Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen. Hey Guerriero, wohin? No lo sé, folge mir einfach. So, nachdem ihr in der Episode 0 uns kennengelernt habt oder fast kennengelernt habt, wollen wir in dieser Episode unser Why, unsere Mission vorstellen. Es geht um Unternehmertum, Entrepreneurship. Also, als Kinder sind wir unternehmenslustig, wir sind neugierig, stellen viele Fragen und probieren viel aus. Das ist ja auch irgendwie die Definition von Entrepreneurship. Mit dem kleinen Unterschied, der Anfang ist oft das Schwierigste. Deswegen unser Tipp, ich hatte es ja auch in der Episode 0 das ein oder andere Mal gesagt, klein anfangen, mit kleinen Schritten. Ja, das ist wie mit der Zahnseide, dann gibt es auch diese Idee, wenn man die keine Zahnseide benutzt und man möchte damit anfangen, dass man dann mit einem Zahn beginnt. Eine Woche lang benutzt man die Zahnseide nur in einem Zahn. Oh, danke für den Tipp. Und dann arbeitet man sich vor. Ja, und so ist das auch ein bisschen mit dem Unternehmen. Einen kleinen Schritt machen, in die Aktivität kommen. Ja. Ist, glaube ich, ganz oft wichtig als Impuls. Du weißt auch nie, wo die Reise denn hingeht. Ich meine, als Beispiel hat es ja eine Episode gebracht mit dem SEO-Buch, dass daraus Aufträge entstehen, Coaching-Aufträge, hättet ihr ja wahrscheinlich nicht sehen können. Völlig unerwartet. Ja. Also, wie kann ich anfangen, wenn ich anfangen möchte? Da fällt mir jetzt spontan ein, ich könnte Texte für eine Nischen-Webseite schreiben. Das könnte ich sofort machen. Ich habe bestimmt ein Thema, wo ich mich gut auskenne, oder die meisten haben ein Thema, wo sie sich gut auskennen. Daraus könnte man eine Nischen-Webseite oder eine Content-Webseite machen. Ja. Noch elementarer, du kannst einfach dir einen Zettel zur Hand nehmen und Ideen aufschreiben, mit denen du Geld verdienen könntest. Ja. Zum Beispiel. Unnötige Sachen auf eBay verkaufen, Möbel vom Sperrmüll holen und aufmöbeln, einen Erledigungsservice für vielbeschäftigte Nachbarn anbieten und so weiter. Letzten Endes, ich meine, die Idee zu diesem Podcast ist ja an der Theke. Mhm. Wir haben es ja schon erwähnt, bei Tee und Kaffee. Mhm. Eine gute Geschäftsidee passt auf einen Bierdeckel. Ach, daher kommt der Spruch. Das heißt, wir haben uns dann wirklich zwei Tage später getroffen und haben uns zusammengesetzt, überlegt, die Köpfe zusammengesteckt und haben eine Woche später nach dem ersten Brainstorming mit der Aufnahme der ersten Episode. Es waren mehrere Aufnahmen, die wir benötigten für die erste Episode. Selbst da haben wir mit kleinen Schritten angefangen und haben unsere Erfahrungen gemacht. Bis es dann passabel geklungen hat. Die Begriffe Entrepreneur, Unternehmer, die sind so riesig. Ne? Und wenn du jetzt Profifußballer werden willst, viele Jungs wollen ja Profifußballer werden, dann fängst du ja nicht damit an zu überlegen, mit welchem Verein du welchen Vertrag abschließt. Und du fängst auch nicht an zu überlegen, wie du dir die Arme tätowierst. Und für wen du Sponsoring machst. Genau. Ja. Du fängst damit an, dass du auf den Bolzplatz gehst oder auf die Wiese und du kickst. Und so viel du kannst, so oft du kannst. Und dann suchst du dir wahrscheinlich einen Verein. Das ist ein Weg. Und der erste Schritt ist eben, dass du in die Aktivität gehst, dass du das machst, was du später auch machen möchtest. Genau, und so erklärt sich auch unsere Mission. Wir wollen konkret Ideen und Geschäftsideen geben für alle, die gerne was Eigenes machen möchten oder würden, aber denen vielleicht die packende Idee oder auch der Impuls fehlt. Genau, ja, diesen Extraschritt zu gehen. Ja. Um aus diesem Zustand des Verharrens rauszukommen. Um diesen Zustand zu verlassen, braucht man mehr Energie, als wenn das Objekt in Bewegung ist. Ja. Also in kleinen Schritten denken, einen Fuß vor den anderen und nicht dem eigenen Perfektionismus zum Opfer fallen. Das sind so die Lektionen, glaube ich, die wir immer wieder vermitteln möchten. Aber jetzt dadurch, dass wir ja von Ideen und Impulsen sprechen, wir reden hier nicht von Innovation. Mhm. Also Innovationen werden hier nicht versprochen, weil wenn, dann würden wir sie selber umsetzen. Nein. Nee, es muss nicht das nächste Facebook oder Airbnb sein. Und wir müssen auch nicht darüber nachdenken, ob man auf dem Mars nach Öl bohren sollte. Also es geht hier um Guerilla-Ideen. Es geht um Ideen, die du mit geringem Startkapital, teilweise ohne Startkapital und, wie hast du es genannt, der nötigen Chutzpah. Chutzpah. Ich glaube, in Berlin sagen sie Schuspe. Ja. Umsetzen können. Sagen wir mal so, ich meine, Guerilla, klar, mit geringen Mitteln. Technologische Ideen sind immer toll. Du hast gerade Airbnb, Facebook, Uber, wie sie auch alle heißen mögen. Aber es gibt in der alten
traditionellen Offline-Welt, ja, die gibt es wirklich noch da draußen. Man muss nur einen Fuß vor die Tür setzen. Gibt es doch viele Probleme zu lösen. Also das heißt, ja, Guerilla kann auch einfach heißen, also für mich zumindest, Vorhandenes neu zu denken, angehen. Und die Geschäftsidee, die wir in unserem Podcast vorstellen, sind bewusst niedrig aufgehängt, niedrigschwellig, damit Leute, die Lust auf Selbstständigkeit und Unabhängigkeit haben, sie rasch und ohne viel Kapital umsetzen können. Ja, aber das ist der Vorteil. Wenn etwas nicht kapitalintensiv ist, dann kannst du auch mehrere Geschäftsideen nacheinander ausprobieren. Ja, ne? Es gibt doch diese Frage, was ist deine Lieblingseissorte? Ja. Das weiß ich ja erst, wenn ich alle 30 oder 40 genau. probiert habe. Und das mit Geschäftsideen oder mit Selbstständigkeit ja auch ähnlich. Du weißt oft vorher nicht, ob dir irgendwas wirklich schmeckt und gefällt. Es war auch persönlich ein sehr langer Weg bis zum Walnusseis. Gut, genau. Also du musst die Geschäftsidee nicht heiraten, sondern du kannst mehrere nacheinander ausprobieren. Richtig. Ja, also wir diskutieren in unserem Podcast nicht nur Ideen, die noch nicht umgesetzt worden sind, sondern wir interviewen auch Leute, die ihr eigenes Ding machen. Ja, die also jenseits einer, ich nenne es mal, einer Festanstellung leben und mit einem Projekt angefangen haben, das anfänglich vielleicht nicht so viel Zustimmung gefunden hat, aber letzten Endes doch zum Erfolg und zu Freiheit geführt hat. Gut, das ist so im Groben unsere Mission, damit ihr wisst, was in den folgenden Episoden auf euch wartet. Deswegen auch gefährliches Halbwissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 9to5.de. Das ist 9 wie ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie in High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.